Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei den Neuzugängen aus dem März 2022. Ja, die Stimme ist noch ein bisschen belegt, aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Ich hatte Lust, über die eingezogenen Bücher von mir zu sprechen, ein bisschen zu gucken, was ist vielleicht schon gelesen, gehört. Es gibt auch im März eine Kooperation, beziehungsweise für euch jetzt erst im April. Darüber möchte ich natürlich auch berichten, deswegen jetzt hier oben auch Werbung gekennzeichnet wurde. Da komme ich gleich dazu. Kurz zu Beginn möchte ich noch ein Kingsiana Hangout ankündigen für den kommenden Donnerstag am 14.04. Ab ca. 19:30 Uhr sind wir auf meinem Kanal live alle vier mal wieder vereint. Es gibt die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen, gerne im Voraus auf Instagram hier unter dem Video, aber natürlich dann auch live im Chat und seid da gerne mit dabei. Bevor ich zu den 14 Neuzugängen komme, möchte ich euch kurz etwas sehr Praktisches zeigen, was im März bei mir eingezogen ist, auch gefühlt fast täglich, bis auf wo ich wirklich krank war, in den Händen gehalten wurde. Das ist ein Relax-Holder und das ist auch der Grund für die Werbekennzeichnung, denn ich habe hier eine Kooperation im März und jetzt natürlich im April die Videos für euch. Der Relax-Holder ist für den E-Book-Reader und mit dem macht sich das Lesen ein bisschen einfacher und ihr werdet hier auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche am Samstag eine Vorstellung bekommen von diesem Relax-Holder, von diesem coolen X, was tatsächlich doch ganz schön fingeranfällig ist, wenn ich das in der Kamera sehe. Aber das tut der Praktikabilität, war das gutes Deutsch, keinen Abbruch. Und ihr könnt auf jeden Fall schon in die Infobox schauen, wenn euch der Relax Holder interessiert. Ansonsten nächste Woche auf jeden Fall mehr. Aber der ist im März bei mir eingezogen und ist etwas Buchtechnisches und das möchte ich dann natürlich auch einfach schon mal hier mit erwähnen. Und jetzt kommen wir zu den 14 Büchern. Doch wieder eine ganze Menge. Der Vorsatz, ich möchte einstellig bleiben, hat nicht so richtig funktioniert. Wobei es nur bedingt richtig ist, denn ich probiere, seitdem ich krank bin, Mitte März BookBeat aus. Ich habe hier ein zweimonatiges Abo. Und das sind natürlich jetzt auch einfach Hörbücher so eingezogen, die ich mir vielleicht nicht über Audible oder irgendwie gekauft hätte, aber in die ich einfach reingehört habe. Allerdings, der Vorsatz, dass ich mehr lese, als ich mir neu zulege, hat funktioniert, denn ich habe tatsächlich 15 Bücher gelesen, natürlich auch das ein oder andere Abbruchbuch dabei, aber die Geschichte ist vom Sub befreit, das heißt, effektiv habe ich ein Buch vom Sub abgebaut, was ja definitiv so für mein Jahresziel gar nicht verkehrt ist. Von den 14 Büchern sind tatsächlich nur 4 haptische Bücher bei mir eingezogen. Also ich glaube, das ist eine Quote, die hatte ich noch nie. 5 E-Books und dann dementsprechend 5 Hörbücher. Sonst ist ja mein Ziel, so 50-50 digital Haptik zu haben. Diesmal habe ich das sogar die digitale Seite übertrumpft. Ich bin mehr als begeistert, das kann nur am kranken Zustand gelegen haben. Aber nein, ich möchte kein zweites Mal Corona haben. Einmal hat gereicht, auch wenn das ja so meinen Bücherstapel ganz gut getan hat. Aber nein, wir starten mit dem ersten Hörbuch. Das ist der zweite Teil der Mörderfinder-Reihe von Arno Strobel. Das Buch ist als Hörbuch bei mir eingezogen. Es ist der zweite Fall von Max Bischoff. Und ich habe im letzten Jahr den ersten Thriller von ihm sehr, sehr gerne gelesen und freue mich jetzt hier dann auch einfach in das Hörbuch zu hören. Es geht hier wieder um Max Bischoff, den wir ja schon aus dem ersten Teil kennen. Er wird hier von der Ex-Kollegin darum gebeten, also er selbst ist ja Fallanalytiker und er wird von der Ex-Kollegin darum gebeten, ihr zu helfen, denn ihr Neffe wurde des Mordes beschuldigt und daraufhin hat er sich umgebracht und er ist aber selbst noch relativ jung, Anfang 20. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das tatsächlich ein Schuldeingeständnis oder war es eher eine Verzweiflungstat? Und Max Bischoff beginnt dann eben so die Fakten zu überprüfen, auch was die Beweislast angeht, wie erdrückend die auch sein kann. Irgendwas sagt sein Gefühl, passt aber nicht zusammen. Und er muss sich jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal in seiner gesamten Karriere, seiner gesamten Laufbahn selbst in Frage stellen und da bin ich mega gespannt. Also ich mochte letztes Jahr den Thriller von Arno Strobel über Max Bischoff, ich mochte die Geschichte, ich mochte den Charakter, ich fand auch andere Bücher von Arno Strobel sehr gut und freue mich da definitiv auch auf dieses Buch. Dann war ich auf der Suche nach einem englischen E-Book, was ich vielleicht im März lesen könnte. Ich habe ja noch 2 Bücher, glaube ich, auf dem Sub in englischer Sprache.
Es hat im März leider nicht geklappt und ich bin bei Mary Lou fündig geworden und habe mir den ersten Teil der Skyhunter-Reihe geholt. Das ist im September 20 erschienen, ist ein Jugendbuch und ich habe ja einige Bücher von Mary Lou gelesen, unter anderem das mit den Dolchen. Ich habe das gelesen mit Warcross, mit diesen Electronic Arts Spielen. Ja, und war da ja sehr, sehr begeistert und dachte jetzt schon, Mensch, wenn so ein Buch schon 1,5 Jahre gut auf dem Markt ist und noch nicht übersetzt ist, kommt es denn dann überhaupt? Und mich hat da der Klappentext sehr, sehr angesprochen und ich finde auch das Cover richtig, richtig cool. Der zweite Teil ist auch schon da, also man könnte, wenn einem das jetzt gefällt, auch direkt weiterlesen. Es heißt hier so schön, eine kaputte Welt, ein großes Übel, ein Team von Kriegern, die zurückschlagen wollen. Talon ist ein Stürmer, ein Mitglied einer Elite-Streitmacht, die alle als letzte Verteidigung für die einzig freie Nation der Welt steht, Mara. Als Flüchtling kennt Talon die Schrecken der Föderation aus erster Hand, einer weltbeherrschenden Kriegsmaschine, die dafür verantwortlich ist, Nation um Nation mit ihrem schrecklichen Armeen mutierter Bestien zu zerstören, die nur als Ghosts bekannt sind. Aber als ein mysteriöser Gefangener von der Front in Maras Hauptstadt gebracht wird, spürt Talon, dass mehr an ihm dran ist, als man denkt. Ist er ein Spion der Föderation? Welchen Geheimnisse verbirgt er? Und ja, es geht jetzt hier um Leben und Tod, um zu retten oder alles zu zerstören. Und Treue ist das Leben. Ich mochte den Stil von Mary Lou sehr gerne. Ich fand es toll, wie sie ihre Charaktere gezeichnet hat, wie atmosphärisch sie diese Jugendfantasy bildhaft auch rübergebracht hat. Und ich freue mich sehr auf Skyhunter und bin hier sehr, sehr, sehr gespannt. Dann ist ein Buch doppelt bei mir eingezogen. Und nein, ihr seht nicht doppelt, es ist doppelt, denn es ist Trigger von Wulf Dorn erschienen. Zum einen habe ich Trigger mir ja direkt, glaube sogar am Tag vor Erscheinen, geholt, angefixt von dem Livestream von Anka und ja, Wulf Dorn selbst. Habe es dann auch schon verschlungen. Es gibt also auch schon meine Meinung zu diesem Buch. Und dann hat mich, diese Gummierung, jeden Finger sieht man. Und dann hat mich Ende des Monats im Krankenzustand eine signierte Ausgabe erreicht. Da bin ich wirklich happy, denn die liebe Anka hat Wulf Dorn bei einer Lesung getroffen und hat mir dann dieses signierte Buch zugeschickt und das freut mich wirklich sehr. Auch wenn ich nicht der größte Signierjäger sozusagen bin, aber ja, von so einem sympathischen, authentischen Charakter vollen Autoren irgendwie eine Signatur zu haben, ist natürlich schon richtig toll. Und der Thriller war ja auch für mich ein kleines Highlight. Es ist ja Trigger 2, das Böse kehrt zurück, denn es gibt hier Personen, die sich eben auf Trigger 1 beziehen und die eben hier auch eine Rolle spielen. Und da würde man natürlich Trigger auch ein bisschen spoilern. Es geht hier um einen Charakter, steht jetzt nicht im Klappentext. Es geht hier um Mark. Das kann man wahrscheinlich unverfänglich sagen, dessen Freundin entführt wird oder eine Freundin. Und er hatte einiges zu verarbeiten in der Vergangenheit und sie war ihm eine große Hilfe. Und er bekommt jetzt ein Ultimatum, dass wenn er jetzt nicht jemanden tötet, dass dann eben seine Freundin sterben muss. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht er damit um? Wie würde man selbst vielleicht auch damit umgehen? Es war ein spannender, schnell lebendiger Thriller, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und es war definitiv auch nicht mein letztes Buch von Wulf Dorn. Also hat mir super gut gefallen, es freut mich sehr, diese Special-Ausgabe mit der Signatur jetzt auch im Regal zu haben und ja, da hat mir die liebe Anka wirklich eine große Freude gemacht. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ich habe jetzt zweimal Trigger und einmal signiert. Ja, finde ich richtig, richtig, richtig toll. Dann ist als E-Book bei mir eingezogen die Chroniken von Rotkäppchen von Christina Henry. Ich bin nicht der größte Fan von Rotkäppchen, ich mag aber Christina Henry und ihre düsteren Märchenadaptionen sehr, sehr, sehr gerne. Und ich kann gar nicht so viel zum Klappentext erzählen. Ich mochte die Alice-Reihe super gerne. Ich fand Peter Pan richtig spannend. Ich konnte mit der Meerjungfrau nicht so viel anfangen. Ich hoffe jetzt, dass das Rotkäppchen ein bisschen wieder in die Richtung schlägt, die ich mag. Denn Rotkäppchen kennt man natürlich, das Mädchen, was irgendwie Kuchen zur Oma bringen soll. Dann kommt sie vom Wege ab, dann kommt ein Wolf. Irgendwann wird der Wolf vom Jäger erschossen, nimmt aber noch irgendwie die Rolle von der Oma ein und keine Ahnung.
Ich mochte das Märchen als Kind überhaupt nicht, ich mag es auch heute noch nicht, dieser arme, unschuldige Wolf. Da schlägt einfach der Tierschützer in mir. Ich habe das noch nie verstanden, warum da eigentlich der Wolf schuld war, obwohl das Mädchen eigentlich nur doof war, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was Christina Henry hier macht. Und ja, freue mich da auf jeden Fall auch das E-Book für mich zu entdecken, dann wahrscheinlich auch zusammen mit meinem Relax-Holder und ja, werde da auf jeden Fall die Geschichte dann auch lesen. Dann ist die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe bei mir eingezogen von Ellie Hazelwood. Ein Buch mit dem Untertitel Die Unvernunft der Liebe habe ich, glaube ich, im Englischen letztes Jahr bei Adriana gesehen, hatte es deswegen auch auf der Merkliste und es hat wahnsinnig viele Vorschusslorbeeren erhalten. Es ist im Englischen wirklich gehypt, so viele schwärmen von diesem Buch und auch ich war super gespannt. Es geht dabei um eine Biologie-Doktorandin, die an die Wissenschaft glaubt und nicht an etwas Unkontrollierbares wie zum Beispiel die Liebe. Und dank einer Freundin sieht sie sich aber plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen und küsst in der Not den erstbesten Mann, der ihr eben über den Weg läuft. Und dieser Kuss ja, löst aber eine Kette irrationaler Gefühle aus und auch der Geküsste entpuppt sich als jemand ganz Bekannten, denn er ist der größte Labortyrann von ganz Stanford, also der Uni, an der hier studiert wird. Und doch bald droht dann auch ihr wissenschaftliche Karriere über dem Bunsenbrenner geröstet zu werden, so heißt es hier wortwörtlich. Und auch die Verwicklung mit dem Geküssten ja, führt so zur ein oder anderen Reaktion, beziehungsweise zur romantischen Reduktion. Und sie muss ganz schnell ihre Gefühle einer Analyse unterziehen. Das klingt unwahrscheinlich humorvoll und man hat so den Eindruck, es nimmt auch so Liebesromane einfach mal auf die Schippe und betrachtet es einfach nochmal so ganz rational und trotzdem passiert Liebe und Verliebtsein und das Kribbeln. Und ich weiß auch noch, dass Adriana in ihrem Adventskalender, in ihrer Vlogmas sehr, sehr, sehr davon vom englischen Original geschwärmt hat. Und mich hat das sehr angesprochen und ich freue mich da definitiv schon sehr drauf, das dann auch zu lesen. Dann sind zwei echte Bücher bei mir eingezogen. Zum einen, bevor der Kaffee kalt wird, von Toshikazu Kawaguchi. Es ist bereits über 1,5 Millionen Mal verkauft worden weltweit. Ein Buch, das, glaube ich, auch relativ frisch erschienen ist. Ich habe es über Tauschticket ergattert, denn das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und es geht hier um vier mitreißende Geschichten von Menschen, die ein magisches Café betreten. Und sie setzen sich auf einen magischen Stuhl und sie bekommen dann wohl auch einen Kaffee hingestellt. Und solange dieser noch heiß ist, können sie einen Blick in die Vergangenheit werfen, können in die Vergangenheit reisen. Und es heißt ja so schön, wer den Blick zurück wagt, gewinnt neue Kraft, die Zukunft mutiger zu gestalten und den Sinn seines Lebens zu erkennen. Es ist tatsächlich dünner, als ich es mir so gedacht habe. Ich hätte es tatsächlich so ein bisschen dicker gedacht, weil ja auch von vier Geschichten die Rede ist. Es gibt hier die Liebenden, das Paar, die Schwestern und Mutter und Kind. Und ja, ich bin super neugierig. Ich habe auch, glaube ich, noch gar keine Meinung irgendwie dazu gehört, gesehen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Darauf freue ich mich aber schon sehr. Und dann ist eingezogen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich über dieses Buch gestolpert bin, Eine Minute für mich von Spencer Johnson. Ich weiß gar nicht, ob das mal in der Flow jetzt irgendwie drin war, denn es geht hier um minimalen Aufwand, maximaler Gewinn. Dieses Buch lohnt sich, es schenkt Ihnen ein sicheres Gefühl für innere Ruhe und Gleichgewicht, bessere Beziehungen zu anderen Menschen im Beruf und zu Hause, mehr Energie und eine positive Ausstrahlung, weniger Ärger und Hektik bei der Arbeit und im Privatbereich. Und tatsächlich sollten hier Empfehlungen und Tipps drin sein für ein Gleichgewicht von Berufsarbeit und Privatleben. Es ist auch, glaube ich, schon ein älteres Buch. Ich glaube tatsächlich, es war die Flow oder irgendwie, wo ich drüber gestolpert bin. Es ist von Ende der 1980er Jahre, aber es scheint wohl so aktuell zu sein wie eh und je. Und ich bin da sehr neugierig. Ich habe mir leider echt nicht aufgeschrieben, wo ich das gefunden hatte. Aber es hat mich so angesprochen und auch die Rezensionen dazu, die ich so gesehen habe. Und ja, habe ich auch über Tauschticket, ich glaube auch wirklich nur so für ein Ticket, dann ergattert. Freue ich mich auf jeden Fall auch, es zu lesen. Und dann sind wir Mitte des Monats angekommen, wo ich krank geworden bin. Und da habe ich mir dann die kleine Buchhandlung am Alten Postamt geholt von
Rachael Lukas. Ich habe ja mit BookBeat begonnen und bin dann da ein bisschen auf die Suche nach Wohlfühlromanen in Hörbuchform gekommen, auf die Suche gegangen, so rum, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht lesen, ich kann aber auch nicht nur Serie gucken, ich kann auch nicht im Stillen sitzen, ich brauche irgendwie ein bisschen was auf die Ohren. Und das war das erste Hörbuch, was mir leider nicht gefallen hat, was ich auch, ich glaube, nach 20% abgebrochen habe, weil so richtig die Motivation der Protagonistin nicht klar war, dass auch sehr vorhersehbar war, was das mit ihren Mann so auf sich hat, und ja, das mochte ich irgendwie nicht. Also ich konnte dem nicht so richtig nachvollziehen. Ich fand es sehr banal, ich fand es sehr eintönig und langweilig, und ja, es ist im Grunde direkt auch wieder ausgezogen. Ganz anders von Janne Mommsen, das kleine Friesencafé, der Auftakt einer Reihe. Ich glaube auch zwei Bände, zumindest habe ich den zweiten Band bei BookBeat auch schon gesehen. Vielleicht wird es auch eine Trilogie. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Von Janne Mommsen hatte ich bereits die Stadtbäckerei, die Strandbäckerei gelesen und das Sommercafé am Meer, beziehungsweise auch gehört. Und auch hier habe ich das Buch sehr, sehr gemocht. Also wir haben hier eine Protagonistin, der alles zu viel wird, die eine Auszeit auf einer nordischen Nordseeinsel nimmt und die dort dann eben auch ein leerstehendes Kapitänshäuschen findet, dort dann wieder zum Zeichnen findet, dann eben Touristen zeichnet, Einheimische, dann Kaffee mit austeilt und auch selbstgebackten Kuchen verkauft. Doch so der Bürgermeister ist so ein bisschen dagegen und auch noch ein Nachbar von ihr ist nicht so richtig erfreut. Und da kommt eben irgendwann ihre Oma noch auf die Insel und ja, dann gibt es Rambazamba. Und ich weiß auch schon, wer so die Hauptrollen im zweiten Teil sind. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon aufs Weiterhören. Ja, mir hat der Band sehr, sehr gut gefallen. Es war wirklich sehr wohlig, sehr atmosphärisch. Es war trotz dieser Leichtigkeit richtig schön. Es war emotional. Es hat einen so mitgenommen und hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Dann, ich glaube, auch eine Empfehlung von der lieben Adriana. Ja, sie ist schuld. Und zwar von Taylor Jenkins Reid ist nun herausgekommen, die sieben Männer der Evelyn Hugo. Und das habe ich mir auch als E-Book geholt, beziehungsweise habe ich als Rezensionsexemplar erhalten. Das seht ihr auch immer unten in der Infobox, da markiere ich auch Rezensionsexemplare. Es ist ein Liebesroman, der die Herzen von 100.000 Leserinnen erobert, und er soll queer, divers und einfach unwiderstehlich sein. Es geht in dem Buch um die einstige Hollywood-Film-Ikone Evelyn Hugo, die endlich bereit ist auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Bei sieben Ehen muss man ja immer so ein bisschen an Miss Taylor denken. Ne? Ich glaube, die war auch irgendwie zigmal verheiratet, ich glaube auch zwei- oder dreimal mit dem gleichen Mann. Und ja, sie spricht jetzt eben die Lokaljournalistin Monique an, ob sie die Ghostwriterin sein möchte. Und sie ist total erstaunt darüber und schließlich hat sie auch schon jahrelang keinen Artikel mehr geschrieben. Und sie fragt sich natürlich, ist das ihre Chance? Und über den Dächern von Manhattan beginnt eben nun Evelyn Hugo Monique ihre Geschichte zu erzählen, vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Und als sich dann eben die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schließlich, auf welche schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywood-Stars verbunden ist. Ich finde fast, dass der Klappentext zu viel erahnen lässt, also alleine, dass hier von queer und divers und unwiderstehlich die Rede ist, da ist natürlich so die Frage, ja, wo könnte das Geheimnis hin sein, das Ende, welche Verbindungen gibt es hier, da kann man sich wahrscheinlich schon ein bisschen was reindenken, es klingt aber wunderbar. Und gerade diese Hollywood-Feeling der damaligen Zeit, als Hollywood noch groß war, erfolgreich war, das lese ich ja auch super, super gerne und mag auch die Filme aus diesen 50er, 60er Jahren super gerne. Und glaube, dass das wirklich eine Geschichte ist, die mir auch gefallen wird. Und dementsprechend, ja, freue ich mich da sehr, sehr, sehr drauf. Dann ist als Hörbuch auch über BookBeat bei mir eingezogen 50 Sätze, die das Leben leichter machen von Karin Kuschig. Ist ebenfalls bereits gelesen, war auch ein Highlight in diesem Monat. Diese 50 Sätze, die waren richtig, richtig toll. Also die Autorin ist Coach, war schon in verschiedenen Firmen, Unternehmen tätig, gibt eben da auch immer Ratschläge, hat verschiedenste Lebenssituationen als Beispiel herangenommen und Sätze, die das Leben leichter machen, die selbst reflektieren, die auch zu sich selbst eben Ja sagen und die dann eben auch tatsächlich auch mal so einen Perspektivwechsel machen. Und ich fand diese 50 Sätze richtig, richtig toll. Ich war sehr gespannt, was mich da erwartet. Es war sehr nah am Leben. Also es gab viele Situationen, die man nachvollziehen konnte, die einem selbst vielleicht schon passiert sind oder in ähnlicher Art.
Und ich habe mir einige der Sätze rausgeschrieben. Und für mich ist dieses Hörbuch definitiv ein Highlight, was auch irgendwann ins Regal gegenüber ziehen wird zu den Highlight der Sachbücher, weil ich das richtig, richtig toll finde. Die Autorin spricht es auch selbst und auch das hat sie richtig gut gemacht. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, ja, das Hörbuch ist absolut empfehlenswert. Dann ist das Buch Die magischen Buchhändler von London bei mir eingezogen von Garth Nix. Ist, ich glaube jetzt schon ein ganzes Weilchen, glaube ich, auch irgendwie mal verschoben worden, wenn ich mich recht erinnere. Und es ist jetzt eben auch im März erschienen und ist auch als E-Book eingezogen. Denn es geht hier um Buchhändler, die die Welt retten. Es ist bereits ausgezeichnet mit dem Aurelias Award als bester Fantasy-Roman des Jahres. Und das spricht ja gefühlt schon ein bisschen für sich. Denn es waren schon immer die Buchhändler, die Hüter und Verbreiter von Wissen waren. Besonders gedies für die Mitglieder des Geheimbundes der magischen Buchhändler. Sie wissen um die übernatürliche Welt und beschützen die normalen Menschen vor ihren Schrecken. Einer dieser Buchhändler ist der junge Merlin, klug, charmant und hervorragend ausgebildet. Und er ist vielleicht tatsächlich der beste Buchhändler Londons. Allerdings eher von der kämpfenden Sorte. Doch als er eine junge Frau vor einer Bestie rettet, ahnt er noch nicht, dass die Suche nach ihrem Vater auch ihn seinem größten Ziel näher bringt. Denn es ist Rache an dem Mörder seiner Mutter zu nehmen. Und ich mag ja Bücher, wo es so ein bisschen um Rache geht, wo es um Magie geht, wo es um Fantasy geht. Und ich erwarte mir hier so ein bisschen Jay Kristoff Nevernight-Gefühl und bin hier sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Wir sind in einem fantasy-reichen London unterwegs. Ich bin sehr gespannt, wie London sich hier verändern wird, was es mit den Bestien auf sich hat, wie die Buchhändler miteinander agieren. Ich bin hier sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich hier sehr aufs Lesen. Das letzte haptische und vorletzte Buch des Märzes ist dann ein Buch, was ich jetzt auch schon gelesen habe. Es war das erste faktische Buch, was ich nach meinem Corona wieder in die Hand genommen habe. Und ich habe hier einen Fleckenknopf, das geht natürlich so gar nicht. Ja, es ist Großer Panda und Kleiner Drache von James Norbury, einem Journalisten, Illustrator. Und ja, dieses Buch erinnert an der Junge, der Maulwurf, der Dachs und das Pferd. Der Fuchs und das Pferd? Ja, steht auf jeden Fall, ich glaube, sogar hier hinten irgendwo. Sieht auch dem Buch sehr ähnlich. Von der Grafik hat, glaube ich, einen blauen Leineinband und es ist ein Highlight gewesen. Ein Buch, was mich angesprochen hat, seitdem ich es bei den Neuerscheinungen entdeckt habe. Es hat eine kleine Geschichte eben vom großen Panda und vom kleinen Drachen und die beiden gehen einen Weg zusammen und verlaufen sich und stellen dann aber doch vielleicht fest, vielleicht ist gar nicht das Ziel, sondern der Weg. Und es heißt ja auch so schön, was ist wichtiger, fragt Großer Panda, der Weg oder das Ziel, die Gefährten, sagt Kleiner Drache. Wunderschön, auch mit bunten Bildern. Und wir haben hier ein Märchen für Erwachsene, wo man so ein bisschen seine Gedanken schweifen lassen kann mit buddhistischen Weisheiten, buddhistischen Philosophien, mit wunderbaren Sätzen, die das Leben einfach irgendwie nochmal so treffend beschreiben, die einen mitnehmen, die ein wohliges Gefühl in einem hinterlassen. Es war eine wunderbare Stunde, die ich mit diesem Buch verbracht habe. Es ist natürlich kein Roman, es ist kein Buch, was man irgendwie von vorne nach hinten liest. Es hat hier ein bisschen mit den Jahreszeiten zu tun und ich finde einfach auch die Bilder wunderschön. Ein wunderbar herzerwärmende Geschichte über die Freundschaft und die Hoffnung und ich finde, das passt tatsächlich richtig, richtig gut hier. Ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen, kommt glaube ich dann in der Bücherwoche. Nächste Woche werde ich darüber auf jeden Fall nochmal tüchtig schwärmen. Und das letzte Buch ist dann auch das Hörbuch, was ich direkt Anfang April jetzt gehört habe und zwar ist das Die Sechs Kraniche von Elizabeth Lim. Ein Buch, was mir über NetGalley zur Verfügung gestellt wurde, aber auch überall anders zu erhalten ist. Also egal, dann auch BookBeat habe ich schon gesehen. Ich glaube, auch bei Audible ist es da. Und das Buch hat mich einige Zeit angelächelt. Ich habe es einige Male irgendwie vor Erscheinen gesehen und dachte, was für ein schönes Cover. Ich finde das englische Cover tatsächlich noch ein bisschen schöner. Ich gucke mal, ob ich dran denke, euch das auch mit einzublenden. Es ist der Auftakt einer Dilogie. Die Autorin ist bekannt mit irgendeinem Buch, da geht es um Kleider.
Habe ich aber nicht gelesen, wobei ich tatsächlich, nachdem das hier wirklich für mich auch ein Hörbuch-Highlight war, ob ich nicht auch die andere Reihe von ihr lese. Denn hier ist der englische zweite Band noch nicht erschienen, erscheint glaube ich auch erst im August. Aber ja, um was geht es eigentlich? Es geht um die Prinzessin Shiori, die magische Kräfte hat, die sie aber verborgen hat, von denen sie selbst auch gar nichts weiß, gar nichts ahnt. Doch dann soll sie verheiratet werden und vor der Verlobungsfeier versteckt sie sich, springt in einem Fluss, See und wird dann von einem Drachen gerettet, der ihr von ihrer Magie erzählt, sie auch so ein bisschen über die Stiefmutter aufklärt, denn ihre Mutter ist, als sie jung war, auch verstorben. Sie lebt zusammen mit 6 Brüdern und ihrem Vater und der Stiefmutter eben im Palast. Und dann taucht eben auch noch die Stiefmutter auf, die eine gefährliche Konkurrentin hier im Grunde vermutet. Sie verbannt Shiori, die Prinzessin, und verwandelt ihre Brüder in Kraniche, damit möglichst nicht bekannt wird, dass es hier Magie gibt, dass auch ihre Stiefmutter dieser Magie angehört. Und der Fluch auf Shiori ist eben, sobald sie jetzt eben etwas spricht, wird einer ihrer Kranichbrüder sterben. Es gibt eine Lösung. Man muss hier jetzt im Grunde durch das Land reisen. Sie muss auch versuchen, eben wirklich nicht zu sprechen, trotzdem irgendwie auch Hilfe zu erbeten. Und auf der Suche nach ihren Brüdern, die jetzt Kraniche sind, hat sie das Gefühl, auch einer Verschwörung auch hinterher zu sein. Und trifft dann eben auch auf Charaktere, die leider im Klappentext schon ein bisschen angesprochen werden, was ich echt schade finde, weswegen ich es jetzt nicht ansprechen werde. Und ja, eine tolle Jugend-Fantasy-Saga mit einer wahnsinnig tollen Atmosphäre, Spannung gefühlt in jeder Minute mit bildhaften Erzählungen und wirklich auch so einem Setting. Es ist irgendwas asiatisch angehauchtes, soweit ich das auch mitbekommen habe, ist das irgendwie eine Legende, auch mit den Kranichen und dieser Prinzessin und einem wahnsinnig gemeinen Ende. Ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Also auch hier wirklich ein Hörbuch-Tipp, gesprochen von Yara Blümel. Jana Blümel, fand ich richtig toll. Ich höre sie super gerne, aber auch natürlich lesend ist dieses Jugend-Fantasy-Buch, was ja so gefühlt ein bisschen Romantasy andeutet, für mich aber gar nicht war. Also es definitiv nicht so dem entspricht, was dem Klappentext hinten vermuten lässt, muss man ganz klar sagen. Also richtig, richtig toll. Ja, und das waren sie jetzt, die 14 Bücher. Richtig tolle Bücher, ein paar schon gelesen, ein paar schon gehört. Wieder eine schöne Mischung, wie ich finde. Ich bin natürlich auch neugierig, welche Bücher bei euch so eingezogen sind, was vielleicht auch euer März-Highlight war. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr findet alle Bücher plus natürlich den Relax-Holder, wo es nächste Woche ein bisschen mehr Infos gibt, unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Und wenn ihr noch Fragen fürs Kingsiana Hangout habt, dann ja, schreibt die natürlich auch gerne entweder hier, kommt in den Live-Chat oder auch gerne via Instagram. Wir freuen uns darauf. Ja, 14 Bücher, 15 gelesen, ein guter Schnitt. Ich bin da wirklich sehr happy, auch über die Aufteilung. Also im Grunde ein toller Monat. Wäre da nicht das große C gewesen oder das kleine C, je nachdem. Ja, wäre das wirklich ein ganz, ganz toller Monat gewesen. Aber buchtechnisch kann ich mich nicht beschweren. Und nachdem die Stimme jetzt dann doch wieder ein bisschen nachlässt und auch das Tee trinken nicht immer so richtig hilft, ja, beende ich jetzt einfach das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Neuzugängen. Lasst uns gerne über die Bücher, wenn ihr sie schon kennt, auch gerne ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Freue ich mich drüber. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.